Wir haben noch ein kleines Video zum Schluss für heute. Und zwar ein kleines Quiz. Das machen wir morgen. Oder, ach komm, wir machen zwei Quizzes. Ich wollte eigentlich das hier machen, das habe ich noch nicht gesehen. Erkennst du YouTuber an den Haaren oder kennst du YouTuber an den Titeln? Okay, komm, wir machen noch zwei Quizzes. Let's go, der Hase. Erkennst du diese YouTuber an ihren Haaren? Teil 2. Oh nein, ich habe gerade auf dem Thumbnail gesehen, dass auf jeden Fall InScoop dabei ist. Ah, ich darf nirgendwo mit der Maus drüber gehen. Okay, let's go. Was ist zuerst, Titel oder Haare? Komm, machen wir Titel zuerst. Let's go. Okay, YouTuber an Titel erkennt sich am allerschwersten. Am allerschwersten. Let's go. Pro YouTuber ein Punkt. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Mir ist auch scheiße. Ich habe jetzt nicht auf die Titel geachtet. Nochmal. So, jetzt. Miss Bella für Klicks ausnutzen. Wer bin ich? Featuring Nico und Tim. Miss Bella für Klicks ausnutzen? Wer bin ich? Featuring Nico und Tim. Ich kann das nicht in der Zeit schaffen, aber ich versuche kurz zu überlegen. Also, InScoop und Tim haben mitgemacht. Mrs. Bella für Klicks ausnutzen. Ich habe absolut keine Ahnung, wer das Video hochgeladen haben könnte, weil so ein Video hat Sascha auf gar keinen Fall hochgeladen. Nico und Tim. Ja, vielleicht einfach Peter oder Spendyboy. Ich sag mal einfach Peter. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen auf allem... Ach, Mois! Oh, Mois, stark. Okay, wusste ich nicht. Kanal heute zu einem neuen Video. Machen das bei mir oder was? Ja. Ehrlich? Ja. Ist das nicht dein Video? Nein. Hab meine Haare geschnitten, lol. Annie the Duck? Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen schönen Video. Euch sind bestimmt zwei Sachen aufgefallen. Erstens, meine Haare sind noch dran im Gegensatz zum Thumbnail. Wir sind keine Freunde mehr, Battle um den Ring. Absolut keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Julian Bam? Hä? Hab ich keine Ahnung von diesem Video. Mashup. Ach, das ist ganz neu von dem, auch dieses ganz neue Video, dieses Nintendo Ring Fit. Oh, ja, das ist auch das ganz neue Video von dem. Oh, ich bin so dumm. Ich dachte, ihr kommt geiler rein hier. Ich dachte, ich kaufe alle Donuts. Mois oder... Bibi, lass mich kurz überlegen. Also ich glaube, dieses Thumbnail hier, also dieses mit so einem Donut, das muss Bibi sein. Aber Mois hat auch sowas gemacht. Ich sage aber Bibi. Bibi. Ich befinde mich in der Küche. Das heißt nichts Gutes. Heute geht es ein bisschen um Essen, allerdings werde ich mich selber kochen oder backen. Passt jetzt eher zum Videothema. Ein Tag mit Dagi wie Aaron. Aaron, 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 Aaron. Aaron, Aaron, Aaron. Aaron, 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 Aaron. Was sind das für Kackbilder? Warum sind da so keine Bilder von mir oder... Oh, ich bin mit meiner Leistung bisher ganz zufrieden, weil Titel ist schwer, Titel ist schwer. Von dir und Eugen. Ja, aber keine Ahnung, die hängen auch erst seit Monaten. Wie ich 110 Quadratmeter alleine umziehen musste, neue Wohnung, neues Kapitel. Kelly, Mrs. Vlog. Kelly, Mrs. Vlog. Für alle, die sich Sorgen gemacht haben, Dankeschön, mir geht's gut, ich fühle mich sehr wohl. Aber dieser Umzug war ein Struggle, von dem ich... Easy, Leute, easy. Jetzt habe ich den Flow, jetzt habe ich den Flow. ...ich euch heute erzählen möchte. Das Umzug von Marc Gebauer. Leon, dieser Leon, Leon. Und du hast gerade schon gesagt, du hast Marc noch nie... Ach nein, der heißt Kilian Jonas. Oh, scheiße. Ah, ich habe das Video angeguckt. Ich wusste, ich habe nur deinen Namen verwechselt. Ich wusste genau dieser Typ, aber ich dachte, er heißt Leon, aber er heißt Kilian Jonas. Sorry, Namen verwechselt. Ja, und sind wir zusammen und ich habe noch nie mit einem T-Shirt, CDs und Jeans... Noch nie? Das müsst ihr euch geben. Noch gesehen. Nie. Ja. Okay, war aber gut. Wie viele Punkte habe ich gehabt, Leute? Wie viele Punkte habe ich gehabt? Ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. War gut. So, jetzt aber noch zum Abschluss diese Haare. YouTuber an den Haaren erkennen. Check natürlich auch hier, kennst du dich aus, ne? Bist voll Ehrenmann, noch weiter so. Ich finde den übel nice, den Kanal. Ist ein richtig geiler Kanal. Ey, ihr könnt gerne 3000 voll machen, wenn ihr auch ab und zu Quizzes, wenn ihr ab und zu Quizzes spielen wollt. Ich finde den übel nice, den Kanal. Erkennst du diese YouTuber an ihren Haaren? So, let's go. Okay, erkennst du diese Haare? Okay. Pro YouTuber einen Punkt. Bin gespannt. Marc Gebauer? Ne, das sind zu... Die sind zu kurz. Ich könnte auch nicht. Ich sage aber einfach Marc Gebauer.
Ach, Standardskill. Ah, da wäre ich nicht drauf gekommen, tatsächlich. Da wäre ich nicht so schnell drauf gekommen. Ich habe gedacht, Inscope oder... Diese Frisur hat aber auch wirklich fast jeder. Seiten kurz, oben ein bisschen länger. Ich habe ja auch fast die ähnliche. Ich habe Seiten kurz und oben habe ich jetzt halt einen Dutt. Also bei mir ist oben halt ein bisschen länger. Heutzutage sieht jeder so aus. Selbst der Hero-Influencer. Aber ich habe natürlich noch meinen... Bei mir ist es halt so, Leute, ich hab den Überraschungseffekt. Ich habe den Überraschungseffekt, Leute. Ich mache hier meinen Dutt auf. Auf einmal, boom. Auf einmal habe ich long hair. Boom, boom. Und dann denken die Leute, hä? Digga, er ist ja krass. Er ist ja nicht so wie... Er ist ja nicht so Mainstream. Er hat einfach... Die long hair. Aber meistens habe ich einen Dutt, weil ich die einfach lang wachsen lasse für meinen Wikinger-Zopf, der bald kommt. So, okay, weiter geht's. Boah, das ist schwierig. Ich würde sagen Melina Sophie. Es sieht ein bisschen aus wie Melina Sophie. Digga! Digga! Das hätte jeder sein können, aber ich hab's sofort erkannt. Leute, das hätte jeder sein können. Das hätte wirklich jeder sein können, wirklich. Aber ich erkenne Melina einfach ziemlich gut. Ich finde, Melina hat sowas sehr Markantes. Ich finde, Melina erkennt man, die hat jetzt nicht irgendwie so eine besondere, extreme Frisur oder bunte Haare oder so, aber die hat einfach was, die hat einfach einen hohen Wiedererkennungswert, finde ich. Die hat ein Gesicht, was man schnell wiedererkennen kann. Und irgendwie erkenne ich die immer relativ schnell. Boom, easy. Dena? Nein, hätte Platz. Ist schon wieder so eine Frisur. Seiten ein bisschen kürzer, oben ein bisschen länger. Diese Frisur könnte jeder haben. Jeder. Aber das ist halt, hätte auch Dena sein können, theoretisch. Ah, hätte Platz, okay. Boah, das ist Paola Maria, würde ich sagen. Paola Maria. Paola Maria. Nein, ich hätte... Oh, das ist die andere. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Irgendwas mit Z, glaube ich. Aber ich hätte das drauf kommen können durch diese leicht roten Strähnen. Die so ähnliche Frisur wie Paola Maria, aber noch rot. Hier rot. Das hätte ich drauf kommen können. Wie heißt die denn? Irgendwas mit Z. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt, leider. Ich kenne die von Master Scorpion nur. Die heißt... Nee, die heißt gar nicht Z. Luisa Crashen. Okay, da hätte ich drauf kommen können. Ah, war schlecht von mir. Ich bin enttäuscht von meiner Leistung. Ah, schwach. Schwach, Simon. Orange, Morange. Ich würde sagen, Orange, Morange. Oder? Yes! Easy. Easy, wieder rausgeholt. Okay. Bibi's Beauty Palace. Bibi's Beauty Palace. Ist das nicht Bibi? Ja, klar. Okay, von der Frisur her sah es ein bisschen so aus. Digga, da hätte ich jetzt Standardskill gesagt. Hä, das ist oben relativ kurz und dann aber trotzdem noch so eine gewisse Länge. Digga, ich hab absolut keine Ahnung. Boah, Männerfrisuren sind so schwer. Oh, ich weiß es nicht. Mir fällt nicht mal irgendjemand ein. Ich muss irgendwas sagen. Das ist nicht Dena. Das hätte ich jetzt Dena gesagt. Und Dena hat längere Haare oben drauf. Nee, mir fällt leider nichts ein. Mir fällt wirklich nichts ein. Oh, Felix Bar. Ja, aber gut. Felix hat aber auch wirklich auch so eine richtige, unauffällige Frisur. Aber Felix ist ein super Typ. Ich küsse seine Augen. Felix ist ein geiler Typ. Ich feiere ihn. Aber seine Frisur, sehr dezent. Ja. Er fällt nicht mit dieser Frisur, fällt er nicht auf. Er bleibt undercover, damit er besser filmen kann. Sehr kluger Schachzug, Felix. Sehr kluger Schachzug. Werde ich nicht drauf kommen. Aber stark, dass Felix Bar in so einem Quiz mit drin ist. Ja, diesmal, ich sag mal, bei den Titeln habe ich mehr gewusst. Hätte ich gedacht.
Ich dachte, ich kenne die Leute vom Scheitel bis zur Sohle, aber scheinbar nicht bei jedem. Manche wusste ich, manche aber auch überhaupt nicht. Komplett reingeschissen. Komplett reingeschissen. So. Kennst du dich, hat auch fast 3000 Abonnenten? Ehre. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn ihr Bock habt und ihr noch nicht die Glocke aktiviert habt und noch nicht den Abo-Knopf gedrückt habt unten, drückt gerne die Glocke, aktiviert den Abo-Knopf, dann verpasst ihr keinen Stream. Haut rein, Kuss. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.